Nun ist es möglich, das Denken auf das Wesentliche zu reduzieren, nicht in irgendwelche Vorstellungen abzuschweifen von möglichen anderen Realitäten und Situationen, in denen sich etwas anderes befinden könnte als das, was ich jetzt selbst als ein Erlebnis menschlicher Form, räumlicher Räumlichkeit, atmender Atmung, sprechender Sprache erleben kann. Nun, in dieser Reduktion, in der jegliche Definition von sich selbst weggenommen werden kann, zu dem Punkt, ich nenne es Punkt, in der Geschichte, wo es noch keine Geschichte über dich selbst gab, wo es noch keine Idee von einem Besitzer gab, der einen Körper, ein Leben, Probleme, Wünsche, Hoffnungen für sich beansprucht. Also vor dieser Selbstdefinition, dass ich jemand bin, der in der Welt lebt, war ich einfach, aber nicht als ich, sondern als Sein, das sich selbst nicht definiert hat. Doch dann, wie das so üblich ist, setzt diese Definition ein von Selbstbenennung, namentlich, förmlich, geschichtlich. Und dann wird so auf diese Geschichte beharrt und herumgedoktert. Es wird versucht, das Leben so zu lenken, dass es noch besser ist, dass angenehme Zustände sollen möglichst lang von Dauer sein, unangenehme sollen möglichst nicht eintreten. Doch was völlig vergessen wird, ist, dass es lediglich eine definitiv definierte Geschichte ist. Und mit dieser definierten Geschichte von einem jemand, der sich als ich selbst bezeichnet, mit mein, mir und unseren Verhaltensmustern, entsteht auch immer wieder, mal mehr und mal weniger, diese Sehnsucht nach etwas Absolutem, etwas, was frei ist von der Bedingung, die das kleine Ich immer zu stellen scheint. Ja, doch was stets absolut ist, kümmert sich weder um das Kleine noch um das Große, denn es ist die Unbekümmertheit. Ob nun Komma auftritt, dass etwas nicht so ist, wie es gewünscht ist, dass etwas verloren gegangen ist, womit man scheinbar sein Herz verbunden hat. Es ist alles so, wie es ist. Diese Soheit ist so immens, dass sie nie gestört werden könnte durch irgendeinen Gedanken, der auf- oder absteigen möge. Die immense Soheit. So wie es ist, ist es. Ob jetzt eine sprachliche Definition vorgenommen wird oder nicht. Tja, tralala. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei allem, was zuhören könnte. Also bei mir selbst. Nun, bis zum nächsten Gespräch in diesem offenen Gesprächskreis, der so offen ist, dass er nicht mal als Kreis bezeichnet werden könnte. Auf Wiederschönschauen und Wundersehen.